Usability Testing in der HCI ist meist der analytischen und der qualitativen Forschung zuzuordnen, da sie sich nicht auf Reproduzierbarkeit, sondern auf das Feedback der Teilnehmer konzentriert, welches insbesondere zur Verbesserung des Designs und der Implementierung verwendet werden kann. Die Lernziele dieses Blogs sind zu verstehen, wie Prinzipien von Usability Tests und User Experience Sampling aussehen, wann und wie Usability Tests durchgeführt werden können, welche Stärken und Schwächen Usability-Tests haben. Ein Usability-Test wird durchgeführt, um die Gebrauchstauglichkeit eines Computersystems mit Hilfe von echten Benutzern zu testen. Mit dem Usability-Test nähern wir uns daher ein wenig den empirischen Methoden an und je nach Ziel betrachten wir Usability-Tests entweder analytisch, um das System zu verbessern, oder empirisch, wenn wir Rückschlüsse auf bestimmte Systemeigenschaften erfahren möchten. In Usability-Tests erledigen echte Nutzergruppen typische Aufgaben, um einen Prototypen, ein Systemteil, das ganze System oder konkurrierende Systeme miteinander zu vergleichen. Benutzer erledigen dabei programmspezifische Aufgaben, während die Forscher beobachten, hören, Notizen machen und nur dann eingreifen, wenn ein Benutzer in Schwierigkeiten geraten ist. Das Ziel eines Usability-Tests ist, Probleme der Nutzer und nicht die von Experten zu identifizieren. Auch hier kann oder muss man sogar den Benutzern erlauben, direkt Feedback zu geben. Befinden wir uns in einem früheren Stadium der Entwicklung und suchen wir Handlungsanweise für mögliche Verbesserungen, befinden wir uns in einer formativen Evaluation, befinden wir uns in einem späteren Teil der Entwicklung, versuchen wir das Design anhand spezifischer Ziele zu validieren und betrachten die Anwendung immer mehr durch die Nutzerperspektive als Ganzes, also summativ. Während formative Evaluationen mit Nutzern in Usability-Tests sehr ähnlich zu solchen Durchläufen mit Experten sind, beginnen summative Usability-Evaluationen immer mehr einen Vergleich anzustellen. Und dieses vergleichende Vorgehen zur Verbesserung eines Produkts oder eines Computersystems wird auch als Benchmarking bezeichnet. Beim Benchmarking werden Erkenntnisse über die aktuelle Verwendbarkeit eines Systems mit der von zukünftigen verglichen. Die aktuelle Verwendbarkeit eines Computersystems ist also die Baseline, gegen die sich eine neue Iteration behaupten muss. Benchmark-Tests konzentrieren sich entweder auf die Aufgaben oder die Erfahrungen des Nutzers. Wenn Nutzer in Usability-Tests Aufgaben erhalten, wird konsequenterweise nach der Leistung, welche die Nutzer bei der Erfüllung der Aufgaben erreicht haben, gefragt. Das kann die generelle Fähigkeit sein, Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel die Zählung von Teilnehmern, welche das Ziel erreicht haben. Das kann aber auch die Zeit sein, mit der ein Nutzer beschäftigt ist. Das können aber auch andere Aspekte einer Aufgabe sein, wie die Fähigkeit des Programms, den Nutzer bei der Erfüllung der Aufgabe zu unterstützen, zum Beispiel beim Lernen oder bei der Verringerung der Fehlerrate bei schwierigen Aufgaben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das Navigationsgerät erfunden. Möglicherweise hätten Sie nicht nur die Fähigkeit reduziert, schneller und einfacher zum Ziel zu finden, sondern vielleicht hätten Sie es auch geschafft, dass die Nutzer sich besser merken, wo das Ziel ist, selbst wenn man gar kein Gerät dabei hat. Aufgaben, die gerne oder erfolgreich durchgeführt werden, werden selbst in analytischen Evaluationen und analytischen Methoden eher weniger betrachtet. An dieser Stelle können Usability-Tests aber aushelfen, wenn Sie sich auf das Erfassen von Erfahrungen konzentrieren. Hier werden Einstellungen oder Bewertungen beispielsweise zum visuellen Erscheinungsbild, zu Vertrauen oder zu Glaubwürdigkeit von Daten erhoben. Die Wahrnehmung von Leichtigkeit, Nützlichkeit, Zufriedenheit, der Emotionen, das Eintauchen in Spielen, der Spielbarkeit von Spielen. Oder Bewertungen zur Sichtbarkeit einer Schnittstelle. Solche Bewertungen sind insbesondere wichtig, wenn ein System sich unsichtbar in die Interaktion einfügt. Also wenn es Ziel des Systems war, weder positiv noch negativ, sondern überhaupt nicht aufzufallen. Usability-Tests können viele Formen annehmen. Besonders der Grad der Implementierung spielt dabei eine Rolle. Wie aufwendig eine Implementierung sein kann, wird insbesondere in frühen Usability-Tests deutlich. In solchen Phasen wollen wir eine Interaktion für eine Technologie ermöglichen, die manchmal oder noch gar nicht vorhanden ist. Setzen Sie sich in den technischen Stand vor ein paar Jahren und dass Sie Projektmanager bei einer Firma wären, die im Bereich Spracherkennung forscht. Sie wissen, dass es technisch möglich ist, ein System zur natürlichen Spracherkennung und Synthese zu bauen
Und Ihr Unternehmen wird bald mehrere Millionen in die Entwicklung eines solchen Systems stecken. Und Sie stellen sich zwei Fragen. Wie werden die Nutzer damit interagieren? Und wie behalten Sie Ihren Job, wenn Sie mit Ihrer Antwort falsch liegen? Denn bevor Sie die Entwicklung eines so kostspieligen Systems zulassen, wie toll wäre ein Prototyp, der schon alles kann und dieselbe Interaktion beherrscht wie die späteren Geräte? Und genau für solche Usability-Tests oder User-Experience-Tests bietet sich ein Wizard of Oz Usability-Test an. Sie entwickeln einen Prototyp, in unserem Beispiel einen Plastikzylinder, der einen Lautsprecher und ein Mikrofon hat und in einen anderen Raum die Signale leitet, in denen ein Mensch sitzt. Der hört, was die Nutzer sagen und was die Nutzer hören sollen, und das Gerät würde sie verstehen, indem sie antworten. Gerade solche Tests bestimmen heute die Konsistenz so eines Produktdesigns. Aus ihnen gehen Namen wie Alexa oder Siri hervor, weibliche Stimmen, die angenehmer wahrgenommen werden. Und deswegen gibt es auch entsprechende Rufnamen wie okay Google, hey Siri oder Alexa. Am Anfang des Satzes, damit klar ist, dass das Gerät gemeint ist. Und es gibt viele weitere solche suffisanten Details und so hochkomplexen Interaktionen, die mit solchen Systemen getestet werden können. Natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele zur Spracherkennung oder zur Sprachsynthese. Meistens betreffen die Bereich der künstlichen Intelligenz, Aufgaben wie Bilderkennung, textuelle Eingaben oder pervasive Anwendungen. In der HCI verwenden wir den Wizard of Oz-Ansatz, also dann, wenn das System komplexe Aufgaben beherrschen muss, eine Implementierung dafür aber zu aufwendig ist und ein Mensch diese Aufgabe übernehmen kann. Das geht natürlich nur für Aufgaben, die ein Mensch erledigen kann. Eine andere Person sitzt dann beispielsweise in einem Versteck oder vor dem Teilnehmer verborgen und gibt die Interaktion oder Antwort wie von Zauberhand zurück. Ein Mensch beherrscht dabei sehr gut die natürliche Sprachverarbeitung, Bilderkennung oder ähnliche Aufgaben, in denen man eigentlich eine künstliche Intelligenz mit sehr viel Rechenaufwand benötigen würde. Die Funktionalität geht auf John F. Kelly zurück. Der prägte diesen Begriff 1980. Er prägte die Ausdrücke Wizard of Oz oder Oz Paradigm, Oz Paradigma, um die Methode zu beschreiben, die er während seiner Dissertation an der Johns Hopkins Universität entwickelt hatte. In seinen Experimenten trennten neben Einwegspiegeln auch Vorhänge die Teilnehmer von den Wizard of Oz-Experimentern. Wichtig ist, dass das Szenario aus der Sicht des Nutzers realistisch ist und dass der Tester nicht vom Wizard of Oz weiß. Und genau wo der Wizard of Oz sitzt, ist einer globalen Welt gar nicht mehr so wichtig. Usability-Tests werden von HCI dann zwar gerne im Lab durchgeführt, weil wir hier die Kontrolle über die Ursache und Wirkung haben, unsere Aufgaben nicht unkontrolliert aus dem Ruder laufen, aber viele Aufgaben lassen sich auch unter wenigen kontrollierten Bedingungen stellen, realistischen Szenarien. Und daher werden sie von anderer Stelle auch aus durchgeführt. Dazu gehören natürlich auch die In-Situ-Studien, die nur an einem Platz wirklich evaluiert werden können, wo sie später zum Einsatz kommen. Im Automotive-Bereich sind das zum Beispiel Autos, bei der Usability von Industriegeräten oder von Arbeitsplätzen direkt am Ort. Durch das Internet ist es auch möglich, Usability-Tests aus der Entfernung durchzuführen. Bestes Beispiel sind Webseiten, wo wir gleichzeitig sehr viele Tests erhalten. Besonders beliebt bei Aufgaben, die sich schlecht automatisieren lassen, sind auch Online-Worker des Crowdsourcings. Hier können wir zur Beantwortung von Usability-Fragen die Teilnehmer im Internet rekrutieren, die sich davon bezahlen lassen. Dabei werden sehr viele Teilnehmer sehr schnell befragt, die einfach und komfortabel ihr Geld erhalten. Und es werden solche Tests innerhalb auch von wenigen Minuten fertiggestellt. Über die Höhe der Entschädigung gibt es aufgrund des unterschiedlichen Geldwertes in vielen Ländern der Welt, aber auch unter HCI-Lern noch keinen wirklichen Konsens. Um Feedback von Tests zu erhalten, führt man Interviews sehr häufig durch. Die wohl schwierigste Methode für die spätere Analyse ist das unstrukturierte Interview. Bei dem können Teilnehmer sagen, was sie wollen, ohne Moderation. Hier gibt es keine Vorgaben durch irgendein Skript. Es können aber sehr reichhaltige Datensätze entstehen. Besonders plötzliche Reaktionen, Emotionen
oder affektive Geschehnisse können im Rahmen einer solchen Untersuchung im Zentrum stehen. Sie sind aber sehr schwer zu replizieren. Die strukturierte Methode ist wie eine Checkliste oder ein Fragebogen, welcher von dem AHA nach unten abgearbeitet wird, ohne nach wirklichen Problemen zu suchen, die nicht im Protokoll verzeichnet sind. Die wohl daher beste und gebräuchlichste Mittelweg in der qualitativen Forschung ist das sogenannte semi-strukturierte Interview. Hier gibt es ein Skript bzw. Protokoll, das alle Teilnehmer durchlaufen. Aber wenn besondere Merkmale, Phänomene oder Probleme aufgetaucht sind, hat der Experimenter die Möglichkeit nachzuhaken und dem Teilnehmer weitere Fragen zu stellen. So fragt man im Skript beispielsweise nach Problemen mit dem Navigationsmenü und Teilnehmer antworten, dass dies in Ordnung sei, aber Probleme mit der Toolbar oder dem Menüpunkt unter einem anderen Menüpunkt aufgetreten sind. Und dann kann man im semi-strukturierten Interview auch auf solche Probleme eingehen, wobei der Experimenter natürlich irgendwann wieder zum Skript zurückkehren muss. Ein besonderer Interviewweg in der HCI, auf den wir gleich kommen, ist das Think-Aloud-Protokoll, das mit allen drei Interviewformen durchgeführt werden kann, während die Interaktion stattfindet und auf verbale Kanäle, aber mit keinem Konflikt zum Interface steht. Wie stellen wir Fragen während eines Interviews? Wichtig in qualitativen Interviews ist, dass hier keine Art von Journalismus stattfindet. Auch wenn Journalismus und Forschung sich in vielen Dingen ähneln. Wie fragen wir in der qualitativen Forschung richtig? Wir fragen einfach klar und gezielt, nicht zu breit, wie etwa, wie gefällt dir die Benutzer oder Oberfläche? Das ist zu allgemein. Stellen wir Fragen auf eine Art und Weise, die uns logisch und teilweise auch quantitative Antworten liefern. Auch Gegenfragen und Redundanz helfen uns. Sicherheit in den Antworten der Teilnehmer. Welche Aspekte sind Ihnen positiv aufgefallen? Welche Aspekte sind Ihnen negativ aufgefallen? Damit stellen Sie sicher, dass Teilnehmer klar und strukturiert antworten. Denn schlechte Fragen geben unbrauchbare und falsche Antworten. Zu den Interviews haben Sie die Möglichkeit, offene und geschlossene Fragen zu stellen. Zu den offenen gehören alle Fragen mit einem Fragewort wer, wie, was, wo, wann, wofür. Sie ermöglichen ein breites Spektrum an Antworten. Man erfährt hier die Wünsche und Meinungen des Gesprächspartners und offene Fragen eignen sich vor allem zu Beginn eines Gesprächs. Allerdings gibt man bis zu einem gewissen Punkt aber auch die Gesprächsinitiative an den Gegenüber ab. Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten allerdings vorgegeben, zum Beispiel ja, nein, weiß nicht. Hier sind sie definiert, entweder durch die Frage selbst oder durch die explizite Nennung der zur Auswahl stehenden Antworten. Beispielsweise schließen Sie sich dieser Meinung an. Würden Sie das auch so sehen? Wichtig ist auch beim Führen eines Interviews von Interviews, dass sich die Teilnehmer über die Leistung, die sie erbringen, durchaus im Klaren sind. Um sie nicht zu verletzen oder ihnen zu sagen, dass ihr Prototyp totaler Quatsch ist, schmeicheln Sie Ihren Probanden. Falschaussagen haben auch andere Ursachen. Teilnehmer haben nicht aufgepasst oder keine Ahnung, haben nicht genug Informationen, um richtig Dinge ab- oder einzuschätzen oder sind verlegen, weil eine subtil persönliche Frage gestellt wurde. Haben Sie das Icon oben rechts gesehen? Je nachdem, wie Sie diese Fragen stellen, kann die Antwort darin interpretiert werden, dass jemand nicht aufmerksam war und bei einer Nein-Antwort vielleicht als Idiot darstellt. Formulieren Sie Fragen daher sorgfältig und indirekt. Versuchen Sie, keine Fragen zu stellen, welche auf die Fähigkeiten der Teilnehmer zurückzuführen ist. Wirklich nutzerzentrierte Designer von Computeranwendungen sehen niemals im Nutzer das Problem, sondern im Design der eigenen Anwendung. Stellen Sie niemals Leitfragen. Dieser Punkt unterscheidet sich klar vom Journalismus. Ist das Design gut? Haben die Designer mit ihrem User-Interface die Anwendung gegen die Wand gefahren? Konzentrieren Sie sich bei Ihrem ersten Feedback nicht auf die Präsentation Ihrer Designideen, sondern auf das Erlernen der Aufgabe. Konnten Sie die Aufgabe zu Ihrer Zufriedenheit lösen? Wie läuft so ein Interview ab? Zuerst stellen Sie sich vor, erläutern die Ziele des Interviews, behandeln datenschutzrechtliche und ethische Fragen, bitten um Zustimmung zur Aufzeichnung und legen eine Einverständniserklärung vor.
Beim Aufwärmen stellen Sie die erste Frage einfach und ungefährlich. Sie können dafür auch Beispielfragen oder Beispielantworten bringen, um den Ablauf zu verdeutlichen. Im eigentlichen Hauptteil der Datenerfassung stehen Fragen in einer logischen und strukturierten Reihenfolge. Fragen, die Sie von Interesse haben. Im weiteren Verlauf gibt es immer wieder Momente, wo Sie das Tempo herausnehmen. Sie können aber auch ein paar einfache Fragen hinzufügen, um eben die Spannung zu entschärfen. Damit Teilnehmer wiederkommen, seien Sie immer nett, bedanken Sie sich und signalisieren am Ende, dass Sie beispielsweise den Rekorder ausschalten. Während des Interviews gilt, Sie können es bereichern, indem Sie Prototypen oder Geräte präsentieren, um den Befragten aufzufordern, sich über diese spezifische Dinge Gedanken zu machen. Die Datenaufzeichnung während des Interviews erfolgt über Notizen, Audio, Video oder Fotos. Besonders werfen wir nochmal einen Blick auf die Think-Aloud-Methodik als Interviewmethode. Um was handelt es sich dabei genau? Das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Benutzer werden gebeten, zu sagen, was sie tun, anschauen, sie fragen, zu fühlen, eben alles, was sie denken, während sie bestimmte Aufgaben ausführen. Der Experimenter zeichnet zunächst Aussagen auf, ohne Kommentare abzugeben oder Fragen zu beantworten. Sofern es die Interaktion nicht stört, zum Beispiel die Versuchszeit keine Rolle spielt, kann man natürlich Folgefragen stellen. Häufig hat man Teilnehmer, die sich zu sehr auf eine Aufgabe konzentrieren und vergessen, was sie sagen wollen. Oder vergessen überhaupt etwas zu sagen. Und in diesem Fall kann man sich daran noch mal erinnern, was machen Sie gerade? Wie sind Sie hierher gekommen? Was suchen Sie? Und das Ziel ist, die Gedanken der Benutzer zu offenbaren und Informationen, die man hat, auf etwas zu beziehen, warum sie so handeln, warum sie etwas tun. Und in der Praxis, und auch beziehungsweise aus meiner eigenen Erfahrung, und mit ein wenig Feingefühl erhält man der von den Teilnehmern erstaunlich interessante Einblicke und gute Ergebnisse. Häufig werden Aufzeichnungen des Tests mit mehreren Kameras gemacht. Und wie kann das Setup eines Videos während eines Protokolls aussehen? Sie integrieren beispielsweise mehrere Ansichten in eine und zeichnen alle auf. Bildschirm, Motiv, Umgebung des Computers für den Testbenutzer, was der Testbenutzer sieht. Sie führen die zu testende Anwendung aus, übertragen den Bildschirminhalt an den Computer für den Beobachter. Sie bringen zum Beispiel zwei Webcams an, sie erlauben die Texteingabe für Notizen für den Beobachter und erfassen dann die Notiz. Sie erfassen den ganzen Bildschirm, zum Beispiel mit einem Aufzeichnungsprogramm, können Software verwenden, die Sie so finden, zum Beispiel Screen Recorder. Und somit haben Sie eine synchronisierte Version aller Aufzeichnungen, welche auch nicht besonders viel Speicherplatz benötigen, da alles ja in einem Video zusammengefasst ist. Zur Aufzeichnung von Daten kann moderiert oder überwacht durchgeführt werden, wobei der Versuchsleiter den Teilnehmern in Echtzeit beobachten muss und die Bildschirmfreigabe bzw. die Webcam kann mit Tools wie zum Beispiel Adobe Connect, GoToMeeting, Zoom, NetMeeting, LiveLook, UserView, Skype, WebEx, Glance, Yungu erfolgen. Unmoderiert oder unbeaufsichtigt ist die Beobachtung, wenn der Teilnehmer ohne Aufzeichnung oder Interaktion arbeitet. Und das kann zum Beispiel auf Live-Seiten wie UserZoom, RelevantView, WebEffective, WebEthnographer, ClickTail, ClickHeat oder ähnliches sein. Damit erhält man konzeptionelle Artefakte, die zu testen wären. Das funktioniert zum Beispiel während dem Online-Card-Sorting. Optimal-Sort, Web-Sort können Sie hierzu verwenden. Natürlich stehen noch Umfragen zur Verfügung. Wie sieht die generelle Planung so einer Prozedur für eine Usability-Studie aus? Wichtig ist, in allen Teilen, in allen Stadien des Versuchs, den Teilnehmer darüber zu informieren, was gerade passiert, wo wir uns befinden und was als nächstes kommt. Und diese Guidelines helfen uns, Aufgaben in richtiger Reihenfolge anzugehen und auch Informationsmaterial richtig vorzubereiten. Eine Besonderheit bei Usability-Evaluation sind die sogenannten Stakeholder-Meetings oder Stakeholder-Interviews. Hier schlüpft der Tester in die Rolle einer Person oder Gruppe, die ein berechtigtes Interesse an dem Verlauf oder dem Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat.
wird eine Anwendung beispielsweise für eine einzelne große Firma entwickelt, ist es unwichtig, wie meine Ansprüche sind, sondern wie die Ansprüche derjenigen sind, die das System später benutzen oder bezahlen. Das Einbeziehen echter Stakeholder über die Usability-Studie hinweg wird auch als Participatory Design beschrieben. Geschieht das Experiment im Rahmen so eines Participatory Designs, dann passiert das auch unter der Annahme, dass Kreative zum Beispiel deutlich effizienter sein sollen, wenn ihnen jemand dabei zuschaut. Man spricht auch von der Demokratisierung von Designprozessen. Erst nach einem Vortest, dem sogenannten Piloten, werden Teilnehmer eingeladen. Wenn diese dann auftauchen, führen wir unsere Sitzung durch, wobei wir natürlich von dem experimentellen Designs abhängen. Usability-Tests führen die Experimente dann Interviews durch, beobachten, hören zu, machen sich Notizen und intervenieren nur, wenn die Nutzer irgendwo festhängen und nicht mehr weiterkommen. Beim Post-Test oder der Nachbesprechung hilft spätere Experimente besser zu gestalten und auch Limitierungen ihres Usability-Tests festzuhalten. Danach folgt natürlich die Analyse, die Interpretation und vielleicht sogar die Präsentation der Ergebnisse. Sie sammeln auch Ideen für potenzielle Verbesserungen, die später auftreten können oder für ihr System verwendet werden können. Wie sieht es eigentlich aus, beziehungsweise der Aufbau eines Usability-Tests? Das hängt natürlich von dem Apparat oder dem System ab. Der Test einer Software auf einem Computer sieht natürlich anders aus wie der von einer App auf einem Smartphone oder auf einem Tablet. Und auch die Anwesenheit des Experimenters oder eines Beobachters und dessen Rolle oder angenommene Rolle ist auch ein wichtiger Bestandteil, der gut geplant werden sollte. Nun stellen Sie sich wahrscheinlich viele Fragen, wie häufig muss ich denn so einen Test durchführen, um zuverlässige Resultate zu erhalten? Wie führen wir so einen Test wirklich genau durch? Naja, das hängt alles von Ihrem System ab. Ein typisches Beispiel sieht folgendermaßen aus. Wir bereiten die Testumgebung vor, setzen alles zurück. Wir erklären dem Teilnehmer die Prozedur, wir motivieren die Teilnehmer laut zu denken, think aloud. Wir erklären die Rolle aller Beobachter und deren Aufgaben und führen dann einfach die Studie durch. Und oft erfolgt auch eine Nachbesprechung, da die Teilnehmer erst am Ende des Gesamtbildes erkennen können und wir nochmal zusätzliches Feedback über die ganze Prozedur erhalten. Die Anzahl der Teilnehmer von Usability-Tests hat Jacob Nielsen und Tom Landauer in einem weiteren selbstgewählten Experiment mal ermittelt. Dabei ist N die Gesamtzahl von Usability-Problemen und L der Anteil der Usability-Probleme, die beim Testen eines einzelnen Benutzers festgestellt wurden. Sie sagen dabei, dass bei 15 Teilnehmern 100% ihrer Usability-Probleme aufgedeckt wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kurve nicht auf jede Software und nicht auf jedes System zutrifft, das es zu evaluieren gibt. Trotzdem zeigt ganz gut, wann ein Großteil der Probleme identifiziert ist. Bevor also zu viel Aufwand in solche Usability-Studien gesteckt werden und bevor man zu viel Aufwand betreibt, sollte man abschätzen, wann die wichtigsten Probleme eigentlich entdeckt wurden. Und um 85% aller Probleme aufzudecken, reichen nach Nielsen und Landauer im Schnitt 5 Nutzer. Man spricht bei diesem Ansatz auch von einer Discount-Evaluation, weil es mit möglichst wenig Nutzern den maximalen Ertrag gibt. Wie analysieren wir eigentlich unser Protokoll? Und das ist wohl der aufwendigste Teil einer Usability-Studie, ein Transkript zu erstellen. Alle Bemerkungen, Äußerungen, Eingaben der Nutzer sollten in so einem Protokoll in zeitlich korrekter Reihenfolge eingeordnet werden. Und je nach Aufgabe segmentieren wir die Episoden und kodieren sie, um sie später einfacher zuzuordnen. Man kann die Resultate bzw. die Teilnehmer auch nach Effektivität oder Effizienz zusammenfassen, haben zum Beispiel 2 von 5 während der Aufgabe Hilfe benötigt, betrachtet man sie gesondert. Man kann Usability-Probleme nach Häufigkeit oder Grad der Eskalation einordnen und identifizieren. Ging es an einer Stelle nicht weiter, können die Teilnehmer die Aufgabe auch nicht durchführen und an der Stelle würde
dringender Handlungsbedarf für die Entwickler bestehen. Ziel ist es, konkrete Entwurfsideen abzuleiten, um den Prototypen zu verbessern. Und diese Form der Analyse mag in vielen Bereichen, insbesondere in einer einfachen Systemevaluation von Prototypen, helfen und ausreichend sein. Für viele wissenschaftliche Fragestellungen ist sie noch nicht ausreichend. Im folgenden Beispiel wurden wir Usability-Probleme bei drei Teilnehmern P1, P2 und P3 gefunden. Die Aufgabe, beispielsweise ein Posting erstellen, einen Beitrag erstellen, wird zweimal angezeigt und kritisch mit 5 bewertet. Und eine weniger kritische Aufgabe, zum Beispiel der Social Login, mit 3. Und jedem Problem wurden gemäß seiner Auswirkung ein Wert zugewiesen. 5 sind die sogenannten Blocker, 3 die Hauptprobleme und 2 geringfügige Auswirkungen auf die Aufgabenleistung. Die Häufigkeit jeder Aufgabe, zum Beispiel Aufgabe Nummer 2, trat zweimal bei 3 Teilnehmern aus, also 2 durch 3 ist gleich 0,667. Und schließlich resultiert der Schweregrad eines Usability-Problems aus der Multiplikation mit den anderen Faktoren, zum Beispiel 3 mal 5 ist gleich 3 mal 5 mal 0,33 ist gleich 4,95. Was wir jetzt kennengelernt haben, zeigt den klassischen Usability-Test. Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten. Kontextbezogene Anfragen. Der Forscher beobachtet dabei die normalen Aktivitäten des Nutzers und bespricht sie dann mit dem Benutzer. Langzeitstudien. Erfahrungsstichproben, Experience Sampling, bei dem die Teilnehmer im Laufe der Zeit mehrmals über ihre Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen oder über ihre Umgebung berichten. Tagebuchstudien. Die Teilnehmer zeichnen dabei ihren Alltag in einem Protokoll, in einem Tagebuch oder die Tagebuch oder die Aktivitäten auf. Fokusgruppen, eine heterogene Gruppe von Menschen, deren Reaktionen in geführten Diskussionen untersucht werden. Dabei wird sehr häufig Wert auf das Brainstorming, also das Generieren von Ideen und deren Bewertung gelegt. Das Card-Sorting oder das Affinitätsdiagramm ist latente Strukturen in einer eher unsortierten Liste oder in einer Anweisung oder in einer Summe von Daten zu finden. Der Kontext der Nutzung oder das Nutzerszenario oder eine Aufgabenanalyse. Hier sammeln Sie oder analysieren Sie Informationen über potenzielle Nutzer, Aufgaben oder deren Einschränkungen. In Workshops können Benutzer und Entwickler gemeinsam Usability-Anforderungen identifizieren, die im Entwicklungsprozess getestet werden können. Joseph Dumas, Tom Tallis, Bill Albert haben dazu eine ganz hervorragende Literatur angelegt. Wer mehr darüber, vor allem über die psychologischen Aspekte in Experimenten lernen will, kann sich auch gerne auch die Arbeit von David Martin anschauen.